Angela Merkel hält den Brexit für unumkehrbar. Ich halte das mit Verlaub für falsch, mindestens voreilig. Denn Großbritannien ist an einem derart tiefgreifenden Umbruch, dass ein Ende dieses Prozesses noch gar nicht absehbar ist. Premier Cameron jedenfalls hat den Austrittsbrief nach Artikel 50 des EU-Vertrags noch nicht überreicht. Das soll sein Nachfolger entscheiden. Der kommt erst Anfang September ins Amt und niemand weiß heute, ob es ein Brexiter sein wird oder ein Remainer. Bei Labour läuft gleichzeitig ein Aufstand gegen Parteichef Corbyn, dem vorgeworfen wird, nicht entschieden genug für Europa gekämpft zu haben. Drei Viertel seiner Parlamentsabgeordneten haben ihm das Misstrauen ausgesprochen. Die Schotten scheinen entschlossen zu sein, eher das Vereinigte Königreich zu verlassen, um in der EU bleiben zu können, im Notfall. Wirtschaft und Banken machen massiv Druck für Europa. Eine Online-Petition für ein zweites Referendum ist bislang von mehr als 4 Millionen Menschen unterzeichnet worden. Und viele der Brexit-Voter sind inzwischen von Reue gepackt. Unumkehrbar? Mir scheint, das ist ein halbes Dutzend gute Gründe für einen Exit aus dem Brexit.